Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für dich und zwar ist die Brigitte Box gerade eingetroffen. Hier ist sie und wenn du Bock drauf hast, mit mir reinzugucken, was so drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box wird mir kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich die euch öffnen darf, zeigen kann. Und das liebe Team von boxpalast.de hat sich überlegt, dass auch einer von euch in diesem Video eine Brigitte-Box gewinnen kann. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Die Brigitte-Box ist eine Abo-Box und die kommt alle 2 Monate. Da sind drin Produkte aus den Bereichen Beauty, Lifestyle, Food, alles Mögliche. Und die kostet, ich glaube, so zwischen 30 und 25 Euro pro Box, weil du dann ja quasi, je nachdem, was für eine Abo-Art du hast, ne, schwankt dann halt der Preis. So, hier ist das schöne Stück und die ist diesen Monat im Thema Yoga und Entspannung irgendwie. Finde ich auch ganz cool, denn ich brauche so ein bisschen Entspannung. Die Farbwahl finde ich gewagt. Also das ist so ein richtig krasses Lila mit Orange. Also das finde ich schon eine interessante Farbkombi, Leute. Es kommt auch immer eine Zeitschrift mit. Dann ist es halt aus dem Bereich Brigitte, weil das ist ja die Zeitschrift, ne? Hier haben wir jetzt die Brigitte Woman und ja, wir packen die Zeitschriften dann immer bei uns in den Zeitungsständer, in dem Badezimmer. Ich freue mich immer sehr, wenn da auch Proben mit drin sind. Hier haben wir jetzt keine Proben drin, aber es ist Lesestoff. So, dann öffnen wir mal hier die schöne Box. So sieht das schöne Stück aus. Es riecht einfach nur nach Papier, also du riechst da nicht wirklich jetzt gerade einen Geruch, also da scheint jetzt nicht auch irgendwie so eine Badebombe oder sowas drin zu sein, das wird man riechen. So, die kommt immer in einem wunderschönen Seidenpapier mit einem schönen Schleifchen, was wir jetzt einmal öffnen. Und so sieht es dann von innen aus. So, hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Relax and Yoga mit der Brigitte Box Nummer 2. Wir sagen Namaste. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag. Einfach mal innehalten und Luft holen. Das kann ich gebrauchen. Die neue Brigitte Box unterstützt Sie mit Produkthighlights für einen erholsamen Beauty-Tag zu Hause. Hier finden Sie alles für die perfekte Haut- und Haarpflege sowie für Ihren individuellen Entspannungsmoment. Viel Freude beim Auspacken, Testen und Entdecken. Eine entspannte Zeit wünscht Ihr Brigitte Box-Team. Ja, super, los geht's! Eine Leseprobe ist mit drin von Worauf wir hoffen. Aha, ja, ne? Hast du oft hier mit drin? Ich glaube sogar fast jedes Mal. Und von meinem Müsli noch ein Gutschein. Die sind ja auch ständig mit drin. Hier haben wir das erste Produkt und das ist schon direkt richtig geil, oder? Es ist pink. Und es ist von M. Asam. Ich habe, glaube ich, noch nie was von M. Asam gehabt. Vino Rose, regenerierende Nachtcreme. Finde ich auch super, denn die letzte, die ich getestet habe, war ja nicht so pralle. Dann habe ich jetzt aktuell die von meiner Vegan Beauty Basket in Verwendung und die ist super. Also seitdem sind hier auch meine sehr, sehr trockenen Stellen sehr gut eingedämmt worden. Also es hat gut funktioniert. Das ist Retinol und Wildrosenöl. Och geil, wenn das nach Rose riecht, dann ist das voll meins. Reduziert Linien und Falten. Auch das kann ich schon gebrauchen. Unterstützt die Zellerneuerung. Ja bitte, das ist super. Mit Traubenpolyphenolen und Rosenstammzellen ist das. Das ist ja cool. Oh, die ist auch echt gut verpackt hier. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Oh, ist die hübsch, oder? Ich finde die mega. Die ist auch hier noch verpackt. Und du riechst auch hier durch diesen guten Verschluss leider nichts durch. Aber richtig, richtig cool. Oh, das freut mich. Das ist auch ein sehr dekoratives Produkt. Das mag ich gerne leiden. Richtig toll. Also, die Box fängt schon mal sehr gut an. Ach, guck mal. Und hier steht auch noch drauf. Du bist schön, ne? Sehr sympathisch. Als nächstes habe ich hier ein Produkt drin, was ich, glaube ich, letztens auch in dem Tauschpaket von der lieben Jana mit drin hatte. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Das ist von Ghoul mit Baobaböl, Tiefenaufbau, Intensiv-Repair-Kur. Oder habe ich dir das geschenkt? Nee, die habe ich dir ins Tauschpaket gepackt. Ha, richtig cool. Ja, richtig, richtig geil. Siehste, das ist Karma, Baby. Das gefällt mir gut. Intensiv-Repair-Kur für vielseitig strapaziertes und geschädigtes Haar, Biotin-Komplex, ganzheitliche, tiefenwirksame Regeneration mit Langzeiteffekt, verleiht strahlend schönes, gesundes Haar. Ja, genau, die habe ich dir mit reingepackt. Mega, da habe ich nämlich auch schon Shampoo und Spülung von und ich liebe den Duft. Das ist so geil süß, Leute. Oh, das ist so geil.
Das wird meine Haare pflegen und glücklich machen und es ist rosa und es ist toll und ach, diese Brigitte-Box macht mich jetzt schon sehr glücklich. Also der helle Wahnsinn. Okay, was ist das? Das ist Zahnpflege. Relax and Smile wünscht Dentaid Kompetenz in Mundgesundheit. Okay, das ist so ein Reiseset. Ja, super. Ein Reiseset. Für die, die ungefähr nie reist. So, was haben wir hier mit drin? Erstmal zwei Tütchen. Das sind so Reiniger für die Zahnzwischenräume. Ich persönlich verwende Zahnseide. Bei den Dingern bin ich immer sehr skeptisch, weil mir das oft zu hart ist und dann mein Zahnfleisch auch ein bisschen reizt. Das mag ich nicht so gerne. Genauso wie dieses hier, ne? Das ist ja genau das gleiche nochmal, nur halt mit einem angewinkelten Kopf. Dann habe ich hier eine Zahnpasta Whitening von Vitis. Okay, ja, ne? Eine süße Probegröße kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich benutze ja meine Arma Brush und zusätzlich benutze ich ja noch meine ganz normale Zahnbürste. Dann habe ich hier ein Produkt: Interprox Gel, Gel Dentrifice, Anti-Tandplack Gel. Das steht hier auf Holländisch drauf, okay. Da weiß ich jetzt nicht so genau, was das ist. Das werde ich mir mal durchlesen. Es wird wahrscheinlich sowas Ähnliches sein wie Elmex, dass man das halt nochmal so über die Zähne macht und dann nochmal alles so weit regeneriert wird. Finde ich ganz gut zum Testen. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Produkt für die Box gewertet wird, weil das ja schon etwas merkwürdig eingepackt ist, dieses Zahnset. Aber ja, cool zum Testen finde ich es auf jeden Fall. Yay! Invisibobble. Aber das sind die ganz, ganz mini kleinen. Die kann ich nicht verwenden, weil meine Haare dafür einfach zu da sind. Also das ist, ich finde, das sind so Kinderhaargummis. Ne, siehst du das? Das sind drei winzig kleine Invisibobbles hier drin. Und für meine Haare funktioniert das einfach nicht. Das heißt, oder vielleicht, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Vielleicht, wenn ich mir so einen Pferdeschwanz mache, dass ich dann wirklich nur einen da oben reinmache und den ich so weiter umdrehen muss oder so. Wenn das hält, dann ist es gut. Aber wenn ich den mehrfach drum machen muss und das nicht funktioniert und das irgendwie, mal gucken, wie ich damit klarkomme. Aber Invisibobble an sich finde ich super. Ich habe hier auch einen Invisibobble gerade drin. Ich habe immer entweder Invisibobbles oder nachgemachte Invisibobbles. Veleda Beauty Balm 5 in 1 getönte Tagespflege. Ebenmäßiger Teint mit mineralischen Farbpigmenten für alle Hauttypen in der Farbe Bronze. Leute, ich bin nicht Bronze. An und für sich finde ich das halt von der Idee her sehr gut. Ne? Es ist halt in dem Sinne eine pflegende Tagescreme. Es ist eine getönte Tagescreme. Was sind denn die 5 Punkte, die das machen sollen? Zarte Tönung, mattiert die Haut, spendet Feuchtigkeit, verfeinert das Hautbild und stärkt die hauteigene Schutzfunktion. Okay, ja, wäre natürlich cool, wenn das jetzt in meiner Farbe gewesen wäre. Ja, das hatte ich doch schon mal in einer Foodbox mit drin. Und zwar von Fria Snacking Drink für den kleinen Hunger. Rosenblüte und Weichselkirsche mit Basilikumsamen. Ja, geil. That's the good stuff. Das ist ein kleiner Sattmacher, der ist vegan, glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe, Sättigung ohne Zuckerzusatz, von Natur aus laktosefrei. Fria sind Snacks zum Trinken mit Basilikumsamen für zwischendurch, die dich sättigen und in verschiedenen Alltagssituationen von deinem kleinen Hunger befreien. Bei der Arbeit, beim Sport, in der Freizeit, auf Reisen, bei Stress und beim Entspannen. Ich probiere es mal. Das sieht auch aus, als wären das Chiasamen, ne? Es riecht sehr, sehr lecker. Sehr sanft, ein bisschen süßlich. Das finde ich cool. Prost. Schmeckt sehr, sehr gut und ich trinke das jetzt mal eben auf. Lecker finde ich es auf jeden Fall. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn ich da so diese Basilikumsamenstückchen drin hatte oder in dem anderen, was ich getrunken habe, waren Chiasamen drin. Aber wenn man damit nicht klarkommt, ist das auf jeden Fall nicht unbedingt ein Getränk, was dann für einen sinnvoll ist. Ich fand es aber auf jeden Fall sehr lecker und es hat mir gut getan. Ja, bald kommt tatsächlich die Sonne raus, hoffe ich mal. Also heute waren es, glaube ich, so 7 Grad bei uns und es regnete in Strömen die ganze Zeit oder so ein Sprühregen die ganze Zeit. Aber hier ist drin von einer Supermarke von Ultrasan mit Sonnenschutzfaktor 50 fürs Gesicht, Antipigmentation. Das ist eine Creme und das finde ich super cool. Ideal für sensible und zu Pigmentierung neigende Haut. Sonnenschutz und Feuchtigkeitspflege für Gesicht, Nacken und Dekolleté. Ja. Mega geil, da freue ich mich drüber. Mega. Als nächstes ziehe ich hier eine Creme aus der Box raus von Polar. Die Marke kenne ich schon. Da habe ich schon ein Peeling von gehabt. Da habe ich auch eine Nachtcreme, die ich noch nicht verwendet habe. Und das ist eine, ich glaube, Olivencreme. Northern Light
Smoothing Cream with Siberian Olive. Genau, weil hier sind auch überall Oliven abgebildet. Das deutet so ein kleines bisschen darauf hin. Und das scheint dann wohl eine Tagescreme zu sein. Hier hinten steht es jetzt leider nicht auf Deutsch drauf, deswegen nehme ich mir mal das Heftchen zur Hand, denn da stehen wirklich nochmal alle Produkte auch richtig schön beschrieben drin, ein paar Gutscheincodes und so. In der verschneiten Landschaft der Tundra entdeckt man den sibirischen Olivenbaum. Dieser ist reich an 108 bioaktiven Elementen, darunter Provitamin A und Carotinoide. Er ist 30 mal konzentrierter in Vitamin C als eine Orange. Kombiniert mit 100% natürlichen Polarbeerenextrakten soll diese cremige Textur ihrer Haut zur neuen Leuchtkraft verhelfen. Sie soll wie ein Zellgenerator wirken und kann die Haut vor Umweltverschmutzungen schützen. Das Hautbild kann sich verfeinern und die Falten können verringert werden. Kann. Also das sind jetzt alles sehr schwammige Aussagen, aber hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Cool, die wird auf jeden Fall getestet. Von Schäbens, Perfect Skin, Beauty-Konzentrat, Hypoallergen, Vegan, Soforteffekt, reduziert Fältchen, Glanz und Poren. Okay. Hyaluronsäure, Sichuan-Pfeffer und Vitamin E. Hier haben wir eine 5-Tages-Kur. Richtig cool. Da kann man sich mal ordentlich gönnen. Das mache ich doch mal. Die wird weiter wandern. Von Schäbens eine Multimaske. Die habe ich schon sehr, sehr oft drin gehabt. Werde ich demnächst mal in einem Maskenvideo verwenden. Aber die 5 Millionen anderen, die ich in den ganzen Boxen drin hatte oder irgendwie bekommen habe, werden weiter wandern. Denn ich benutze Masken dann wirklich nur einmal. Und ja, das ist schade, aber ne, ich brauche da nicht 5 Stück von haben. Ja, und diese Box scheint tatsächlich eine fast ausschließliche Pflegebox zu sein. Also jetzt dieses Mal auf jeden Fall. Weil das letzte Produkt, was ich jetzt rausziehe, ist tatsächlich auch wieder ein Pflegeprodukt und keine dekorative Kosmetik leider. Hier habe ich von Wonder Stripes eine Age Correct Hand Mask. Infuser Handmaske für schöne Hände und einen strahlenden Glow. Zwei wiederverwendbare Masken. Das finde ich super interessant. Was ist das denn? Die Infuser Handmaske glättet und versorgt die Haut mit wertvollen, hochwichtigen Wirkstoffen wie Feuchtigkeit zuführende Shea-Butter und Avocadoöl. Die bis zu dreimal wiederverwendbare Maske enthält revitalisierende Balsame, die auf weiche, anschmiegsame Sheets aufgedruckt sind. Die Anwendung lässt sich einfach, bequem und sauber in jede tägliche Schönheitsroutine integrieren. Durch die Anti-Aging-Formel werden Falten reduziert, die Hydration verbessert und Altersflecken werden sichtbar minimiert. Einfach die Maske über die Hände ziehen und den Handrücken kurz massieren, da die hochwertigen Inhaltsstoffe durch Wärme besonders aktiviert werden. Das hört sich interessant an. Ich habe jetzt letztens von der lieben Vanessa ja auch eine Handmaske bekommen und jetzt habe ich hier noch mehr. Also die Leute meinen es wirklich gut mit mir. Man lässt es dann wohl 15 Minuten drauf. Das steht bei der deutschen Übersetzung jetzt nicht mit drauf, aber bei den anderen steht es mit drin. Und dann soll man dann irgendwann auch gute, tolle Hände haben. Ich meine, ich habe jetzt keine furchtbaren Hände, ne? Aber sobald die Gartensaison wieder so richtig anfängt, werde ich ja auch wieder Unkraut zupfen und gärtnern und machen und tun und umpflanzen und rödeln. Ich liebe das. Und da wird mir sowas abends dann richtig gut tun. Da freue ich mich mega drauf. So, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich die Brigitte-Box zum Thema Yoga und Entspannung. Ich blende hier mal den kompletten Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich fand die Box cool. Ja, du hast keine dekorative Kosmetik in dem Sinne mit drin, aber richtig, richtig, richtig ultra geile Pflegeprodukte, die mich extrem glücklich machen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich vor allem, dass ich auch eine Box an dich verlosen darf. Also schau einfach unten in die Infobox, da steht alles soweit drin. Und ich wünsche dir viel Glück, drück dir die Daumen, wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, ich verlinke dir jetzt einfach mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, falls du es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!